Und damit hallo und herzlichst willkommen bei einer weiteren Aufnahmesession von Herr der Ringe, der Krieg im Norden. Und ja, wir spielen den guten Zwerg weiter. Und zwar hatte ich das Spiel beim letzten Mal nochmal komplett neu angefangen. Deswegen sieht der Zwerg jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen anders aus als vorher, ohne den Schlachthammer und so weiter. Weil, ja, auf normal war das für ein Let's Play doch ein bisschen zu heavy. Seid wachsam! Seid vorsichtig, wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Genau, und das hatten wir ja alles bei den letzten Aufnahmesessions schon gehabt. Und zwar wollte ich jetzt dazu sagen, ich hatte dann schon aufgenommen, eine Stunde ungefähr, weiß jetzt also ungefähr noch, was kommt. Aber es war einfach zu heavy, weil wir jetzt gleich noch einen Bossfight haben und den habe ich, da habe ich so oft gefehlt, ohne Ende. Und alleine deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann machst du jetzt halt mal. Genau, da kommt er. Deswegen habe ich mir gedacht, mach's jetzt einfach nochmal auf normal. Auf einfach anstatt auf normal. Herzog, was ist da draußen los? Eindringlinge. Wie viele? Nicht viele, aber sie haben den Adler befreit. Jetzt wird unsere Anwesenheit hier entdeckt werden. Ist das das Beste, wozu ihr Gesindel in der Lage seid? Sie müssen große Krieger sein. Elben mit Blut an ihren Händen. Oder welche von diesen dreckigen Tag. Ist mir egal. Findet sie und tötet sie. Ruft eure Wachen. Lasst sie nicht entkommen. Okay. Und beim letzten Mal muss ich auch sehr viel Ruft meine Wache und zwar schnell. Tötet die Eindringlinge. Wartet, wir helfen euch! Nein, wir dürfen Agandar keine Gelegenheit geben zu entkommen. Weiter, wir kümmern uns um seine Wachen. Ja, und beim letzten Mal musste ich sehr, sehr viel schneiden. Und es war auch einfach viel zu heavy hier mit dem Boss. Deswegen habe ich mir gedacht, alles klar. Auch jetzt ist er jetzt echt easy. Normalerweise hast du gar nicht dem so viel abgezogen und das war echt übel. Übel schwer. Und deswegen habe ich mir gedacht, alles klar, machst es einfach nochmal, machst nochmal eine neue Aufnahme, beziehungsweise, boah, ihr seht ja, was da, boah, was hier abgeht. Habe ich gedacht, machst du einfach nochmal eine neue Aufnahme und ich sollte auch mal die Mausempfindlichkeit kurz ein bisschen runterstellen, jawohl. Und dann habe ich halt jetzt eine neue Aufnahmesession angefangen, Alter! So, einmal hier den Trank benutzen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann beende ich das erstmal oder mache eine neue Aufnahmesession, erkläre das kurz zum Anfang der Aufnahmesession. Und den Boss, den hätten wir, den haben wir 20 Minuten für gebraucht beim letzten Mal. Und deswegen, das wäre viel zu heavy für ein Let's Play. 20 Minuten, ein Bossfight. So normal, ey, ganz klar hätte ich das auf normal, also hätte ich kein Let's Play davon jetzt gemacht, hätte ich das normal auf normal weiter durchgespielt. Aber es war einfach zu heavy und deswegen habe ich gesagt, alles klar, gut, dann musst du jetzt halt ein bisschen zurückstecken und sagen, alles klar, hier so, pipapo, dann erklärst du es halt kurz und sagst halt, was los war. Aua. Alter Schwede, der haut aber trotzdem noch gut rein. Okay. Und deswegen habe ich dann halt mich entschieden, das nochmal, die 2 Stunden, die wir vorher ja aufgenommen haben, nochmal quasi offscreen zu spielen, auf leicht dann. Und deswegen sieht, wie gesagt, der Zwerg auch anders aus als vorher. Und ich bin dann auch eher durchgerusht, als dass ich das jetzt jede Kiste mitgenommen hätte und mir Equipment zusammengesucht habe. Deswegen sieht unser Zwerg so aus, als hätten wir gerade erst wieder angefangen. Oder wir haben ja im Prinzip gerade erst wieder angefangen, wenn man so will. Nein, ich plündere jetzt keine Gegenstände. Ich muss den Tarzog weiter... Aua. Den Tarzog weiter hier angreifen. Au! Alter. So. Und wir sind beim letzten Mal echt so oft gestorben. Ich weiß gar nicht. Die Aufnahme habe ich, glaube ich, gelöscht. Sonst hätte ich euch die jetzt als Outtake noch hinten dran gehangen vielleicht oder so. Am Ende des Let's Plays. Aber die habe ich gelöscht, die Aufnahme. Warum auch immer. Hätte ich eigentlich als Outtake aufnehmen können. Oder lassen können. Naja, auf jeden Fall. Ah ja, genau. Da ist ja dann noch ein Anruf gekommen. Ein wichtiger für mich. Mitten in der Aufnahme. Dann habe ich dann halt auch gesagt, nee, das geht gar nicht. Und deswegen habe ich dann einfach mal gesagt, okay, dann nimmst du es halt neu auf. Genau, jetzt weiß ich wieder, was da los war. Alter! Tarzog ist nicht mehr! Lasst uns auch sein Gefolge vernichten!
einsetzt, lernst du die Macht der so, Elder kennen. Genau, Tarzok haben wir jetzt erledigt. Beim letzten Mal sind wir leicht übel dran verreckt, sehr oft sogar. Boah, finaler Schlag, neues Missionsziel. Aber bevor wir das neue Missionsziel machen... Ja, wir folgen auch. Wir folgen auch sofort. Alles plündern. So. Hier nochmal. Ach gut, das sind auch nur Münzen. Ja, da vorne liegt auch noch was rum. Wir looten hier einfach mal alles. Da ist noch was. Da müssen wir jetzt auch gleich lang. Das sind wieder nur Münzen. Gut, aber Münzen können wir ja jetzt am Anfang nicht genug kriegen. Ey, nein! Oh, egal. Ich wollte es eigentlich plündern. Ihr hättet aus Mittelerde fliehen sollen, als ihr noch die Gelegenheit dazu hattet, wie der Rest eurer feigen Art. Nichts treibt uns in die Flucht. Erst recht nicht du, Scherge Saurons. Nein. Ich bin Saurons rechte Hand. Ich werde euer kostbares Bruchtal brennen sehen. Und euer Vater, dieser Bastard, wird mir in Ketten zu Füßen liegen. Du machst gar nichts. Deine Pläne enden hier. Mein Werk hat gerade erst begonnen. Glaubt ihr, ihr zwei könntet mich alleine aufhalten? Sie sind nicht allein. Suche nicht nach deinen Waffen. Sie werden nicht kommen. Fornost ist bedeutungslos. Ihr habt hier gar nichts gewonnen. Ist er jetzt tot? Wow, hat er sich jetzt in das Vieh... Hat er sich in das Vieh verwandelt? Aber ich kann es. Hat er sich jetzt in dieses Vieh... In diesen Drachen verwandelt? Das wäre ja awesome. Nee, hat er nicht. Saurons Zauber. Dies ist kein natürlicher Sturm. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ja, mein Lieber. Es ist sinnlos. Für dieses Mal ist er entkommen. Ja, aber es war nicht deine Schuld. Es war mutig, ihm alleine zu folgen. In der Tat, obwohl es vielleicht nicht die schlauste Entscheidung war. So, überprüfen. Wer kann über solche Kräfte verfügen? Was war das für eine Kreatur? Das frage ich mich auch. Was nun, wohin ist er und wir müssen ihn aufhalten. Was war das für eine Kreatur? Was war das für ein Untier, auf die Welt gekommen ist? Das kann ich nicht sagen. Bis heute habe ich derartiges weder gehört noch gesehen. Ich auch nicht. Vielleicht hat der dunkle Herrscher diese Untiere als Herausforderung an mein Volk gezüchtet. Ich frage mich nur, wie viele solcher Tiere er Agandar zur Verfügung gestellt hat. Das weiß ich natürlich nicht, aber wie kann er über solche Kräfte überhaupt verfügen? Er hat einen Sturm heraufbeschworen. Wie kann ein Mensch über solche Kräfte verfügen? Sauron ist ein Meister der dunklen Hexenkunst. Er hat schon anderen Sterblichen diese Künste beigebracht. Vielleicht hat Agandar vom dunklen Herrscher selbst gelernt. Es ist nicht nur Agandar allein. Wir haben in den Ruinen unten Orks bekämpft, die uns mit bösen Zaubern belegt haben. Ich habe in meinem Leben schon gegen viele Orks gekämpft, aber bisher hat noch keiner Hexerei eingesetzt. Das könnte bedeuten, dass Agandar sein Wissen an andere weitergegeben hat. Sogar den Orks. Das wäre ein großes Unheil. Sogar für jemanden wie ihn. Was war das für eine Kreatur? Hatten wir, glaube ich, gerade schon gefragt, ne? Genau. Was nun? Wohin wird er sich begeben? Wir müssen ihn aufhalten. Was nun? Wenn wir diese Schlange nur hier und jetzt hätten erledigen können. Ich habe das Gefühl, er wird nicht lange Ruhe geben. Aber was jetzt? Wie geht es nun weiter? Das weiß ich leider nicht. Was mich betrifft, so würde ich mich gern der Jagd nach Agandar anschließen. Doch meine Pflicht hat Vorrang. Ich muss zurück nach Hause, um meinen Herrn Gwaihir hier darüber zu informieren, was ich hier in Erfahrung gebracht habe. Gwaihir hier? Und wer ist Gwaihir hier? Er ist der Herr der Adler vom Nebelgebirge. Ich bin überrascht, dass du seinen Namen nicht kennst, da er ein Freund deines Verwandten Thorin Eichenschild und deines eigenen Herrn Dein Eisenfuß war. Oh, gewiss, der König der Adler ist in der Tat ein hochgeschätzter Freund meines Volkes. Als sein Vasall ist es meine Pflicht, zu ihm zurückzukehren. Er muss über alles informiert werden, was ich hier in Erfahrung gebracht habe. Okay. Ja, die Pflicht deinem Volk gegenüber muss an erster Stelle kommen. Ich bin froh, dass wir uns begegnet sind, Beleram.
Ich hoffe, wir sehen uns eines Tages wieder. Wie auch ich, Farin vom Erebor. Du und deine Gefährten habt mir das Leben gerettet. Das werde ich nie vergessen. Wenn ich euch jemals wieder zu Diensten sein kann, dann werde ich das tun. Leb wohl, wohin dein Weg dich auch führt, Belaran. Bis dein Adlerhaus dich am Ende deiner Reise empfängt. Besten Dank. Meine Grüße an Elrond, euren Vater. Und leb wohl. Der Adler ist geil. Was uns angeht, ich glaube, wir haben auch die Pflicht, unsere Verbündeten über alles zu informieren, was wir in Erfahrung gebracht haben. Ja, dann sollten wir zum Lager der Waldläufer an der Sarnfurt zurückkehren. Halbarad wird schon auf Nachricht von uns warten. Einverstanden. Schließlich stehe ich immer noch unter Halbarads Kommando. Sollte Halbarad eure Dienste nicht benötigen, dann macht euch auf den Weg nach Imladris. Dort könnten wir bald eure Stärke und eure Klugheit im Kampf... Ich kenne diesen Ort Imladris nicht. Ach, ich bitte um Verzeihung. Du kennst es eher unter dem Namen Bruchtal. Ah, okay. Was wird nun aus dem Feind hier? Also gut, was ist mit Aragorn? Was fragen... Es gibt immer noch einige Goblin-Schädel da unten, die geknackt werden müssen. Sollten wir uns nicht darum kümmern? Goblins sind nur eine Bedrohung, wenn sie einen starken Anführer haben, der sie antreibt. Nach dem Tod ihres Anführers und Agandars Flucht werden die paar, die noch in Fornost sind, bald anfangen, übereinander herzufallen. Außerdem könnten uns anderswo noch wichtigere Aufgaben erwarten. Was ist mit Aragorn? Aber was ist mit Aragorn und dem Hobbit, den er gesucht hat? Er hat wahrscheinlich mit den Schwarzen Reitern und dergleichen alle Hände voll zu tun. Sollten wir nicht versuchen, ihnen zu helfen? Wenn Aragorn diesen Hobbit gefunden hat, werden sie sich bestimmt beide auf dem Weg nach Imladris befinden. Er hat nur einige Tage Vorsprung. Wir werden unterwegs nach ihm suchen. Aber Aragorn ist einfallsreich. Ich vermute, er wird Imladris vor uns erreichen. Dann zurück nach Sarnfurt. Dann brechen wir am besten wieder zu Sarnfurt auf. Lebe wohl. Genau, lebet wohl. Dann gehen wir direkt mal zu Sarnfurt hin. Oh, Alter. Oh, da haben wir echt noch viel vor, ne? Vor uns. Wenn ich das so sehe. Aber okay. Hier hinreisen, genau. So, fortfahren. Die Anzahl deiner Heilmittel wird neben deiner Gesundheitsanzeige angegeben. Das weiß ich doch schon. Oh, geil. Ich liebe solche Statuen aus Stein. Und die Umgebung finde ich auch cool. Da wäre ich jetzt gerne. Elronds Söhne und die wandernden Gefährten haben mir von eurem Heldenmut in Fornost erzählt. Euer Können und eure Kühnheit ist sehr lobenswert. Hier sind nur noch so wenige Waldläufer, dass es gefährlich sein könnte, hier zu bleiben. Was, wenn die schwarzen Reiter wiederkommen? Vielleicht sollten wir uns zurückziehen. Das wäre richtig, wenn ich davon ausgehen würde, dass sie zurückkehren. Aber sie sind sicher nicht so weit gereist, nur um ein paar Dunedain zu töten. Nein, ich bleibe hier bei den wenigen, die noch übrig sind. Wir können den Feind zwar nicht bekämpfen, aber wir haben noch Augen und Ohren, um ihre Bewegungen zu beobachten. Was sollen wir also tun? Ich rate euch, nach Bruchtal zu gehen. Aragorn wird begierig darauf sein, alles über Agandar zu erfahren. Und er wird noch mehr Aufgaben für euch haben. Im Moment scheint der Feind kein Interesse am Auenland zu haben. Das hoffen wir doch mal. Die schwarzen Reiter. Diese schwarzen Reiter, die Nazgul, hatten einen weiten Weg von Mordor hierher. Aragorn deutete an, dass sie nach etwas Großem suchen. Kannst du uns mehr verraten? Ich weiß, warum sie hier sind. Aber ich kann dieses Wissen nicht weitergeben. Vielleicht verraten euch Aragorn oder Elrond mehr, wenn ihr nach Bruchtal kommt. Okay, wir sind auf dem Weg nach Bruchtal reisen. Ich soll nach Bruchtal reisen? Elronds Gastfreundschaft ist sagenumwoben. Und es ist nicht so, als ob ich einen besseren Vorschlag hätte. Warum nicht? Aber es ist ein langer Weg dorthin. Wir sollten lieber aufbrechen. Vielleicht gibt es etwas, das du unterwegs für mich tun kannst. Du brauchst es nur zu sagen. Ich schickte zwei meiner Waldläufer, Gilaran und Luin, auf Patrouille an den Fluss Brandywine. Sie hätten schon längst zurückkehren sollen und ich beginne mir Sorgen zu machen. Sie sind beide erfahrene Waldläufer, die viele Jahre in dieser Gegend gedient haben. Sie haben sich sicher nicht einfach verlaufen. Aus welcher Richtung würden Sie zurückkehren? Sie sollten dem Brandywine nach Norden folgen bis zur großen Oststraße und von dort über die Hügelgräberhöhen hierher zurückkehren. Die Höhen liegen direkt nördlich von hier. Dann gehen wir nach Norden durch die Hügelgräberhöhen. Vielleicht finden wir unterwegs eine Spur von Ihnen. Ich danke dir. Eradan ist ein großer Fährtenleser. Wenn Luin und Kilaran es bis in die Höhen geschafft haben, wird er ihre Spur finden. Leb wohl.
und eine sichere Reise euch allen.